It's your boy, Skinny P. Willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen CSGO Matchmaking. Ich werde jetzt von hinten ein paar Leute knifen, denn ihr wisst ja, im Warm-Up schießt man nicht. Das weiß an sich jeder, ist vollkommen klar. Ich werde mich hier versteckeln. Niemand wird damit rechnen, dass ich in Wirklichkeit gerade schaukle. Hallo, Team. Oh, wir haben einen, der Englisch spricht. Sehr schön. Achtung, der Trick ist, du musst einen Charlie abmachen. Dann bollerst du besser. Nein. Pass auf, wach. I rotate away. Merkst du was, wie das abgeht damit? Gut, die haben wir geschenkt. Komm. Oh shit. Oh shit. Water one. Oh fuck. Die Tür geht auf. Hello there. Aber Jungs, ich bräuchte schon einen kleinen Sieg. Nur mal so dahingesagt, ja, weil ich einen brauche. Ja, wenn ihr da stehen wollt, kann ich mich auch hinten hinstellen. Oder hier drauf? Soll ich mich hier drauf stellen? Nee, don't be short. Jawohl, da hat die Bombe auf Alang. Oh fuck, ist low. Nice. So Jungs, erste Runde haben wir. Fehlen noch 15. Au! Die shot still. Okay. Ah! Oh, der scoutet oder scoped. Oh! Heute ist übrigens Livestream, meine Damen und Herren. Gell, nicht vergessen. 18 Uhr geht's los. Ich schon. Und dann kommen die von hinten durch. Scheiße. Aber warte, warte, warte. Aber der Kollege kommt von hinten. Das halt schon. Go connector. Yellow. Wir müssen noch eine Eco machen, das wird sonst nichts. Ich nehme die Elites und pirsche in. Wo pirsche ich hin? Guck mal, ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Warum kann ich nicht auf die Feinde treffen, die einen scheinbar gar nicht abschießen wollen? Okay, okay, gut. Das ist der Grund für die Topfragger-Haftigkeit mancher Leute. Sie treffen auf Gegner, die nicht schießen. Hätte ich auch gern. Wir haben zwei Ecos gemacht, der eine hat 2000 Dollar. Was ist passiert? Oh, Junge, der geht immer vor, dieser Emo-Kuchen. Jedes Mal geht er vor und verreckt. Was treibt ihn an? Ich hab das kann nicht. Need help. Monster One. Oh, fuck. Er sieht mich in dem Schlitz. Ah, ich wollte nur kurz die AK haben und konnte mit eh nicht aufheben. Verfickt normal, ey. Ah, dem einen hab ich die Nate voll in die Fratz gehauen, da diesem Jetzt gib dem Vater mal eine Waffe, der hat mir eben die Runde geholt. Komm, geh mal her, du jetzt. Sehr gut, danke, Gelb. Oh, Emo Kuchen rusht schon wieder, aber diesmal trifft er auch was. Sehr schön. Können wir sie jetzt alle direkt ausschwärmen, von wegen, oh, wir müssen auch auf Kills gehen. Lasst uns doch lieber mal das Spiel safe holen. Da, guck, guck. Emo Kuchen, der alte Rushbock. Schon ist er tot. Wir spielen nach wie vor auf LE. Und trotzdem, ein guter Anschluss zum letzten Video, trotzdem wird gehuntet. Es wird einfach auf Kills gegangen, anstatt auf irgendeine Art und Weise was Sinnvolles zu machen. Wow! Truck. Und aus einer 3 gegen 5 Situation, die für uns gut stand, wird ein 1 gegen 3. Ha, was soll ich sagen? Ich glaube, der Adler ist nicht mehr allzu lange da. Außer wir geben heute im Stream richtig Gas beim High Game. Das kann natürlich sein, ja. Dann könnte möglicherweise doch noch der Adler stehen bleiben, sofern wir nicht auf E-Sportl spielen. Wie gesagt, wäre mir auch recht, auf so jemanden zu treffen. Oh oh, unknown! Oh, bleib einfach sitzen. Eben kam der Call, dass wir mehr passiv spielen sollen. Ein Call, der eigentlich gerade auf der Map sinnvoll schon in der Warm-Up-Runde ist. Aber immerhin callen sie. Sie callen, also zumindest Purple called und Grün called ab und zu. Emo-Kuchen habe ich noch nie gehört. Genau, ja, passiv und er rennt halt wieder rein. Dumbatz. Und Gelb called auch. Eigentlich callen alle außer Emo-Kuchen. Ja, moin Fans. Bis jetzt kamen sie kein einziges Mal auf B. Da hätte man doch auch mal vorbeigucken können. Und er hat gar nichts. Keine Granate und nichts. Schade, hätte durchziehen können. Alles klar, Emo-Kuchen geht wieder vor und ist tot. Langsam aber sicher sollten wir anfangen, irgendwas zu machen, meine Herren. Die Runden plätschern einfach dahin. Scheinbar haben sie aufgegeben. Es wird nichts gecallt. Und einfach gestorben. Also sie poppen, ja, sie rushen die ganze Zeit. Guck mal, der eine ist schon hinten am Ding. Tja, was soll man da machen? Auf City war es unmöglich, A zu halten, weil die A-Leute einfach gestorben sind im Rush. Ständig sind sie fortgerannt. Shutdown. Oh. Toilets. Nein. Oh, beide Mates waren hinter mir und haben es irgendwie nicht gebacken bekommen. Da kann ich wirklich nur hoffen, dass es heute Abend nicht so läuft wie jetzt gerade. Gut, da habe ich ja euch auch am Start. Na, da sind wir ja mit Elan dabei. Und nicht wie die Trantüten hier. Emo-Kuchen rennt ständig ohne uns. Gucken wir an. Guck mal, wo er rumrennt. Auf B. Oh no. Ah, he's shot. Sehr gut, sehr gut. Schnell, bleib, 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 bleib. Idiot, my fucking god, ey. Das ist wirklich Wahnsinn, auf was für Hundekinder man trifft.
das Verhalten passt perfekt zu dem Silberboy. Weißt du, er hat immer diese Lackmomente, dass er jemanden trifft, wenn er gerade nicht auf ihn guckt. Richtiger Fockel. Oh, guck mal da, er ist noch drin. Na also. Oh, was haben wir denn hier? Ja, komm. Komm. Warum nicht? Sieht jetzt irgendwie nicht so edel aus im Vergleich zu den anderen. Gut, dann muss ich halt noch einen grünen Stern reinmachen. Ja, der sieht auch nicht so schick aus. Ich nehme an, dass der auch grün wird, wenn man ihn dann freispielt. Naja. Immerhin kein Downrank. Das ist bei solchen Kackvögel-Mates natürlich keine Selbstverständlichkeit. Da waren sogar die Russen von letztem Spiel deutlich angenehmer. Mit denen konnte man einfach viel besser spielen. Da war das Teamgefüge dann doch besser, auch wenn nur ich gecallt habe, als jetzt bei den verschissenen Plagen, die halt die ganze Zeit rushen. Wirklich schwer nachzuvollziehen. Also wie sie überhaupt dahin gekommen sind. Wenn man ein schlechtes Spiel abliefert, also jetzt halt gerade nicht so gut gedrückt hat oder wie auch immer, dann ist das ja was anderes. Ne? Jeder hat mal einen guten und einen schlechten Tag. Aber wenn man Verhalten an den Tag legt, das wirklich überhaupt nicht zu dem Rank passt, also wie jetzt halt durchgehend rushen und dann immer wieder kaufen, so wie dieser Emo-Kuchen, dann ist das wirklich schwer zu verstehen. Vielen Dank fürs Zusehen, meine Damen und Herren. Wir sehen uns jetzt gleich im Livestream. Kommt dazu, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.